Die Gemeinde Radibor will einen Touristenparkplatz mit 20 Stellflächen errichten. Dies ist zwischen Kaminaer Straße und Lilienstraße geplant, wo sich derzeit noch ein unbefestigter Schotterplatz befindet. Der Platz soll mit Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes sowie mit einer Sitzgruppe und Fahrradständern ausgestattet werden. Damit will die Gemeinde laut Bürgermeisterin Madeleine Rentsch einen Beitrag zur Entwicklung des Tourismus und zur Verschönerung des Ortsbildes leisten. Derzeit laufen mehrere private Projekte mit dem gleichen Ziel. So entstehen im Gasthof mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Am Schloss steht der Beginn der Sanierung kurz bevor und das Torbogenhaus ist fast saniert. Am Inselteich sind eine Alvetta-Infohütte und eine öffentliche Toilette entstanden.